Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im benachbarten Wald unterwegs und heute gibt es meinen Glamping-Buschkraft-Rucksack. Ein Ausrüstungs-Loadout, falls es mal ein bisschen mehr sein soll. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen mein Rucksack gepackt für Glamping-Buschkraft, also nicht einfach auf das Wesentlichste reduziert, sondern mit allem dabei, was man so an Komfort haben möchte. Es kann sogar noch viel mehr rein. Wenn der Begriff Glamping nicht sagst, ist es einfach eine Kombination aus Glamour und Camping, ja, also ja, mit mehr Utensilien, als man jetzt normalerweise braucht und kleineren Extra-Accessoires und. Also eigentlich das, was sehr oft gemacht wird auf Bushcraft-Treffen, was man aber auch in vielen Videos sieht. Denn, seien wir mal ehrlich, man hat schon gerne draußen mal ein bisschen Komfort, nimmt nochmal einen teureren Whisky mit und hat nochmal einen Klappstuhl extra mit dabei und so weiter und so fort. Wo jetzt natürlich die genauen Trennlinien zwischen Bushcraft, Glamping und Camping sind, das entscheidet jemand ein bisschen individuell für sich. Das heißt, das, was ich dabei habe, kann jemand anderes zum Beispiel schon wieder als völlig normale Ausrüstung empfinden, auch wenn sie natürlich ein bisschen Geld kostet. Nur $10,000? Das geht doch noch! Das ziehe ich einfach von den Tageseinnahmen ab. Und da ist ja gar kein Geld drin! Alle Links zu der Ausrüstung findest du natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Kannst aber auch gerne in den Kommentaren fragen, wenn dich irgendwas interessiert oder du irgendeinen Tipp haben möchtest. Bevor das Video allerdings beginnt, schreib mir doch gerne mal für dich deine Definition von Bushcraft und von Glamping bzw. Camping unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Manchen wird es schon auffallen, ich habe natürlich wieder einen meiner absoluten Lieblingsrucksäcke von Taschef mit dabei, den Taschef Mount 100 plus 20 Liter. Ja, ich mache dabei immer den Kopfteil ab, weil den braucht man eigentlich gar nicht mehr bei der Größe. Außer natürlich, man hat mal richtig noch was, was man drunter quetschen möchte. Zu dem Rucksack habe ich ein eigenes Video gemacht, deshalb werde ich hier jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte euch nur noch mal Taschef als Marke ans Herz legen, weil sie ein absolut top Preis-Leistungs-Verhältnis hat, meiner Meinung nach, und auch alles garantiert, zumindest in Europa, hergestellt wird. Beginnen wir mit dem Tarp, denn das möchte ich gleich auf dem Boden tun, damit ich da die Ausrüstung schön aufdrapieren kann, um euch die später nochmal zu zeigen. Und zwar ist das ein günstiges Tarp von M. Mondschein. Das ist jetzt keine besondere Marke, sondern das ist einfach ein 3x3 Meter Tarp für ungefähr 25 Euro, wo auch alle Schnüre schon dabei sind, im Packsack mit dabei sind. Dann noch Heringe waren auch mit dabei, also eigentlich alles, was man so gebrauchen kann. Das Tarp wiegt ungefähr 700 Gramm, ist also nicht von der leichten Sorte, aber ich muss sagen, für die Größe ist das noch absolut in Ordnung, vor allem mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Qualität stimmt auch. Ich will mir natürlich noch ein besseres, leichteres Tarp für Fernwanderungen später anschaffen, aber so für normales Buschkraften und Glamping, muss ich sagen, ist es absolut in Ordnung. Das habe ich auch schon auf mehreren Touren benutzt, ja, habe ich auch schon mal in einem Video benutzt für Techniken zeigen, beziehungsweise wie kann man ein Tarp in welcher Wetterlage am besten aufbauen. Das Video findest du hier oben auf dem Ausrufezeichen. Ja, machen wir weiter außen. Ich habe dieses Mal die aufblasbare Isomatte dabei und zwar ist das eine für 12 Euro vom Lidl. Ich bin sehr überrascht, dass die, ja, sie ist zwar sehr schwer und auch jetzt nicht besonders klein, aber durchaus qualitativ gut, für 12 Euro absolut in Ordnung und auch sehr bequem, weil sie sich relativ dick aufbläst. Ich hatte die jetzt in der Mittelaltersaison ständig dabei, das heißt, ich bin ja sehr viel mit Zelt draußen und schlafe dann das ganze Wochenende auf so Mittelaltermärkten, um auch so ein bisschen selber darzustellen. Ja, ich bin sozusagen da Teil vom Markt dann immer, der sich dann zeigt, wie man schnitzt und naja, wie man sich so anzieht. Und da habe ich dann zum Schlafen die immer sehr gerne genommen. Die ist natürlich nicht mittelalterlich, das fällt sofort auf. Die Farbe ist, ja, ich sag mal, Signalfarbe, aber sehr angenehm zum drauf schlafen. Ich muss sagen, mein Rücken dankt es mir auf jeden Fall. Wenn ich auf Fernwanderungen natürlich unterwegs bin und ein bisschen mehr Gewicht sparen will, dann nehme ich gerne meine Eva-Zote-Matte. Die geht auch noch in ein bisschen kälter, also die isoliert noch besser und wiegt nur ungefähr die Hälfte, kostet aber knapp das Dreifache an Geld. Aber Bequemlichkeit und Komfort für 1 Kilo Gewicht, absolut in Ordnung. Und wie gesagt, wenn man sie so eng hier zusammenfaltet sogar, also richtig ausdrückt, vernünftig, dann ist sie im Packmaß sogar noch besser als die EV-Zote-Matte. Aber natürlich eine reine Luftmatratze kommt immer auf ein besseres Packmaß. Solange es jetzt noch die Temperaturen hergeben, gehe ich mit diesem Schlafsack raus. Ja, das ist ein Schlafsack von Trackman. Das ist keine besondere Marke, sondern das ist ein Produkt aus der Schweiz. Ich finde es tatsächlich auch nicht mehr bei Google. Ich habe schon ein paar Mal danach gesucht, aber es ist ein relativ einfacher Down-It-Schlafsack, wiegt um die 600 Gramm und funktioniert halt, wenn man ein bisschen, vielleicht auch hartgesottener ist, bis 5 Grad, würde ich sagen, maximal. Ansonsten, wenn es kälter wird, kombiniere ich den gern mal mit einem
Kunstfaserschlafsack mit einem anderen Schlafsack, den ich auch schon auf anderen Touren dabei hatte. Zum Beispiel auf dem Heidschnuckenweg im März war ich unterwegs bei teilweise minus 5 bis sogar minus 7 Grad. Da habe ich die beiden Schlafsäcke dann sozusagen einfach ineinander gesteckt. Ja, der große Kunstfaserschlafsack außen und dann den kleinen hier noch mit rein. So brauchte ich dann nicht einen Winterschlafsack extra sozusagen mitschleppen. Der Schlafkomfort in Daune ist natürlich, ich denke, das kann man so sagen, einfach besser als in Kunstfaser. Die Belüftung ist besser und so weiter und so fort. Natürlich sind sie auch ein bisschen teurer und man muss immer auf den ethischen Tieraspekt gucken, wie denn die Daune überhaupt gewonnen wurde und so weiter und so fort. Was bei mir beim Bushcraften, aber natürlich auch beim Glamping überhaupt nicht mehr fehlen darf, zumindest falls vernünftige Bäume vorhanden sind, ist auf jeden Fall meine kleine Hängematte hier. Klein ist natürlich untertrieben, das ist die große Hängematte für zwei Personen. Hier steht bis 220 Kilo hält die aus. So viel wiege ich dann Gott sei Dank nicht, aber sie ist halt super bequem, weil man, wenn sie so groß ist, auch drin sitzen kann und so weiter und so fort. Wenn ich auf Bushcraft-Touren unterwegs bin, seht ihr fast immer, dass ich da drin irgendwann mal drin sitze, zum Beispiel nach dem Essen. Oder wenn ich einfach ein bisschen hoch ins Blätterdach schauen möchte, dann spanne ich die immer auf. Eine super Sache, wiegt aber trotzdem ein Kilo, das gesamte Ding. Und dafür, dass das extra ist, also ich nicht mit drin schlafe, ist es natürlich bei Bushcraft-Touren angebracht. Bei Fernwandertouren eher nicht so, außer man möchte wirklich mal dieses eine Kilo mitnehmen als extra Komfort. Ich habe aber gemerkt, ab Herbst, und auf jeden Fall im Winter nehme ich die natürlich auf Fernwanderung nicht mehr mit, denn dann braucht man wieder die Isomatte reinlegen. Es ist wirklich kalt, dann teilweise von unten und das ist dann insgesamt nicht so gemütlich. Wenn aber Sommer ist und man angenehme Temperaturen hat, dann darf die auf gar keinen Fall mehr bei mir fehlen. Ich werde mich natürlich ein bisschen schlau machen in nächster Zeit, wie das ist mit Hängematten schlafen, da habe ich auch schon ein bisschen nachgeforscht und werde da auf jeden Fall dann im nächsten Jahr, weil jetzt geben es die Temperaturen langsam nicht mehr her, als Anfänger da zu beginnen, dann damit richtig loslegen. Das hier ist mein Zelt von Grand Canyon, kostet ungefähr 50 Euro, habe ich gewählt, weil es so schön lang ist, nämlich 2,30 Meter. Wenn man als Mann ein bisschen größer ist, dann hat man es durchaus ein bisschen problematisch bei der Zeltwahl, weil die meisten Zelte gehen höchstens 2,10 Meter lang und sind dann noch schräg. Das heißt, man stößt ab einer gewissen Größe einfach die ganze Zeit mit den Füßen dagegen und das ist nicht schlimm. Aber es ist auch nicht angenehm, das heißt, wenn sie es vermeiden lässt, dann ist es gut. Ich werde euch in nächster Zeit mal ein Video präsentieren, wo ich ein paar Low-Budget-Zelte miteinander vergleiche. Und da werdet ihr dann auch nochmal sehen, dass die Größe durchaus wichtig ist. Seit Jahren mit dabei, unfassbar oft ziemlich praktisch gewesen für einen relativ günstigen Preis. Mein kleiner Regenponcho hat damals, glaube ich, knapp 20 Euro gekostet, ist Flecktarn. Und ja, wie gesagt, den hatte ich schon auf dem Westweg dabei, bei Wind, bei Sturm, bei allem Möglichen. Der ist super klein zusammenfaltbar, seht ihr ja, der wiegt nur knapp 250 Gramm und es ist einfach ein super Teil. Kann man nichts mit falsch machen. Ich würde natürlich meinen nächsten Poncho, den ich mir hole, nicht mehr in Flecktarn holen, weil man kriegt schon ein bisschen Blicke, wenn man damit auch mal auf belebteren Wanderrouten unterwegs ist. Und ja, das ist mir dann auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Obwohl er natürlich so für den Wald schon sehr geil ist, weil er halt top tarnt. Meine kleine Erste-Hilfe-Tasche ist natürlich auch mit dabei. Da ist so das Grundlegendste drin, was man so braucht. Damit kann man natürlich jetzt keinen, mega Verletzten richtig zum Genesen bringen. Aber so die schlimmsten Sachen kann man vielleicht erstmal zumindest behandeln, dass vorübergehend Hilfe geholt werden kann. Ja. Klassische Mullbinden sind dabei, eine Rettungsweste, Handschuhe, ein bisschen Nähzeug, Antiseptikum, Kopfschmerztabletten natürlich, finde ich immer sehr wichtig, weil man kann sich schon eine Tour hart versauen, wenn man sich verliegt in der Nacht und dann zum Beispiel Nerv eingeklemmt hat. Und dann können zwei Schmerztabletten sehr hilfreich sein, die auch die Entzündung vielleicht bekämpfen, die man aus irgendwelchen Gründen hat. Und dann kann man entspannt weiterwandern und am Abend dann ist es wieder weg, weil es sich über den Tag sozusagen weggelaufen hat. Kleine Päckchen hier habe ich sozusagen mal einfach fertig gekauft. Das hat damals 15 Euro gekostet, soweit ich mich erinnere. Und ich habe das rausgenommen, was ich für nicht sinnvoll halte und dann andere Sachen reingetan, die ich für sinnvoller halte. So ist jetzt zum Beispiel noch eine kleine Wundsalbe mit drin, aber eine der drei Mullbinden habe ich halt zum Beispiel rausgenommen. Meine liebste Campinglaterne, ich habe natürlich noch ein paar andere, aber die einfach
die hat mich mit der Zeit immer wieder überzeugt. Die ist wasserdicht, stoßfest, hat noch eine integrierte Powerbank, hält relativ lange, hat verschiedenste auch SOS-Modi. Nicht, dass ich das jemals gebraucht hätte, aber man freut sich dann, wenn man es trotzdem hat, nimmt man es mit. Und ich muss sagen, da mit am Abend schön entspannt, auch bei Schummerlicht, weil die kann man sehr low einstellen, einfach ein bisschen zu liegen und vielleicht noch was zu lesen, ist super entspannt. Und für einen Preis von knapp 15 Euro bekommt man die aus China. Ein bisschen teurer ist es sie, wenn man sie auf Amazon direkt hier in Deutschland kauft. Da bezahlt man natürlich wieder den Zwischenhändler. Aber ich muss sagen, die ist es auf jeden Fall wert. Ihr seht ja, ich habe die von Anfang an, also mehrere Jahre jetzt mittlerweile und immer wieder dabei, immer wieder. Und sie funktioniert und sie funktioniert und mehr will man eigentlich gar nicht. Ne? Wenn man dann einmal eine Sache hat, die richtig gut funktioniert, dann ja, bleibt man auch irgendwie bei der. Da braucht man ja nichts anderes mehr. Ich habe noch eine zweite Campinglaterne, die hat nur 3 Euro gekostet. Das ist eins von diesen Ausziehdingern, ja, die man so zusammenfalten kann und die dann so ausgeklappt sind zum Anhängen. Die hat 3 Euro gekostet von Lidl. Die nehme ich halt, wenn ich irgendwo anders unterwegs bin. Beim Mittelalter habe ich die in so einer kleinen Seitenkiste dabei, damit ich nicht immer die Lampen ständig hin und her packen muss. Aber das hier ist auf jeden Fall mal eine favorisierte, wenn ich einfach nur Bushcraften draußen gehe oder auch bei einer Fernwanderung, muss ich sagen. Meine kleine Waage, Taschenwederwaage, die habe ich natürlich normalerweise nicht auf Tour dabei. Die zeige ich euch nur mal ganz kurz, weil wir später nochmal, wenn alles wieder zusammengepackt ist, den Rucksack einmal wiegen wollen, wie viel ich denn überhaupt so an Kilo dabei habe. Ich glaube, spätestens bei diesem Ausrüstungsgegenstand wird ganz eindeutig klar, dass das hier nichts für Fernwandern ist und eher eine Glamping-Ausrüstung. Das ist meine schmiedeeiserne Pfanne, ordentlich dickes Ding. Hat knapp 23 Euro gekostet, ist praktisch unzerstörbar, wiegt 1,2 Kilo, nur diese Pfanne hier. Und ich muss aber auch einfach sagen, es kocht sich darauf fantastisch. Es hängt natürlich immer davon ab, wie wichtig euch das Kochen ist, vor allen Dingen auf Natur. Aber ich muss sagen, man merkt schon deutliche Unterschiede im Kochverhalten. Also Edelstahl ist einfach, finde ich, nicht das Optimale zum drauf kochen. Aluminium zum Beispiel ist schon deutlich besser. Aber so eine gusseiserne Pfanne, vor allen Dingen zum Anbraten von Sachen, ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Besonders gerne, um darauf richtig gute Rostbratwürstchen oder ein Steak zu braten, ist fantastisch. Am besten noch mit Bratkartoffeln dazu. Ja, vielleicht welche, die schon mal halbwegs vorgemacht worden sind, weil richtig Kartoffeln kochen und so weiter dann auf Tour, das ist schon ein bisschen sehr viel Aufwand. Aber absolute Bereicherung für den Bushcraft-Alltag, aber natürlich auch Glamping. Ein bisschen Paracord muss ich, glaube ich, nicht erklären. Jeder kennt mittlerweile Paracord bzw. allgemein Schnur. Die hier reflektiert, kostet 3 Euro im, ich glaube, 30 Meter Pack. Super Ding, kann sich aber jeder selber aussuchen. Ich würde das nächste Mal, glaube ich, dünnere kaufen. Ich besorge mir auch dünnere, weil man braucht gar nicht so dickes Paracord wie das hier, um einen Tarp abzuspannen. Das ist ein bisschen fast schon over the top, obwohl mir natürlich das Reflektierende durchaus gefällt. Meine kleine IKEA-Tasse bzw. Milchaufschäumer, ganz einfach Edelstahl für 5 Euro, kann man sich dann lecker Teechen draus machen oder wenn man es ganz low mag und keine, ja, ich sag mal, Riesenpfanne oder Topf mitnehmen möchte, kann man sich da drin ja auch eine Tütensuppe oder sowas aufgaren. Einfach, funktioniert, ist mega robust, ihr seht schon, ordentlich benutzt, top Ding. Bis jetzt musste ich sie noch nicht nachschärfen. Sie ist immer noch scharf. Die Lederscheide funktioniert top, sieht auch gut aus. Und das Handling mit dem Ding ist einfach top, wie sich das in der Hand anfühlt. Also wenn ihr noch nie euch so ein Beil oder Trekking-Beil geleistet habt für ein bisschen mehr Geld, dann tut das einmal, weil ihr werdet wahrscheinlich auch jahrelang nie wieder ein anderes brauchen. Und es ist einfach ein komplett anderes Gefühl als so ein Standard-Baumarkt-Beil oder ein Fiskars-Beil oder sonst etwas in der Richtung. Das ist gar nicht so oft mit dabei. Ich muss sagen, öfter ist die Klappsäge, die ich euch auch gleich zeige, mit dabei. Das ist, wenn es dann mal so darum geht, Kerben richtig aus dem Holz rauszuschlagen oder natürlich viel Holz zu spalten, wenn man auch ein größeres Lagerfeuer macht mit einer Gruppe dann aber. Meine Tajima Klappsäge, äußerlich ein bisschen ähnlich wie die Gomboy und auch die ganzen anderen Angaben sind ziemlich ähnlich wie die Gomboy, kostet aber nur die Hälfte und kann meiner Meinung nach das gleiche. Hier oben auf dem Ausrufezeichen findest du einen kleinen Klappsägentest. Da habe ich mal 3 Klappsägen miteinander verglichen und habe dann sogar noch die Victorinox Rangerwood Klappsäge daneben gesetzt, wie lange die für ungefähr einen so dicken Baumstamm braucht. Die Tajima ist auf jeden Fall top. Damit habe ich auch gerade den Baumstamm zersägt
woraus ich meine Schale gemacht habe. Ein kleines Projekt von mir, das ich dann auch für den Mittelalterbereich benutze, beziehungsweise manchmal dann auch zum Bushcraft mitnehme, obwohl das eine sehr, sehr große Schale geworden ist. Ist scharf, kostet knapp 20 Euro. Es gibt Wechselblätter, sie hat eine angenehme Größe, ist nicht so schwer. Top Ding. Eine Nalgene 1,5 Liter Flasche. Zu Nalgene brauche ich nicht viel sagen. Viele kennen mittlerweile die Flaschen von Nalgene. Manche kenne ich aber auch, die verweigern Nalgene so ein bisschen. Die benutzen lieber die Coca-Cola Flaschen, die 1 Liter Dinger. Die harten kann man auch machen, jeder wie er natürlich möchte. Ich habe mir mittlerweile für diese große Öffnung von den Nalgene Flaschen, die ich sehr praktisch zum Reinigen, aber auch einfach zum Anmischen von Sachen finde und zum Umrühren, so ein kleines Ding hier gekauft. Das setzt man oben ein und dann hat man sozusagen eine kleine Trinköffnung und das ist alles ganz einfach, es hält wunderbar und es hat glaube ich 2 oder 3 Euro gekostet. Mein Hobo von WTB Outdoor, der ist mir mal geschenkt worden. Ein sehr geiles, kleines, nützliches Teil und ich muss sagen, der zieht Feuer ohne Ende. Das heißt, wenn ich mit Holz entspannt kochen möchte, dann nehme ich den einfach am liebsten mit. Der funktioniert gut, ist nicht allzu schwer, obwohl ich auch sagen muss, für Fernwanderungen nehme ich den nicht so gerne her. Da habe ich lieber irgendwie einen kleinen Klapphobo oder so, also den ich noch deutlich komprimierter zusammenpacken kann. Der Hobo kostet, glaube ich, irgendwo um und bei 35 Euro, ist aus Edelstahl, wiegt knapp seine 250 Gramm, würde ich fast sagen, und hat kleine Schrauben unten, mit denen man das Ganze höher stellen kann. Und das Ganze ist so gemacht worden, dass das Gewinde passt für alle Arten von Schrauben, die man so auch im normalen Baumarkt findet. Das heißt, man kann, wenn man möchte, auch die Bodenfüße sozusagen, die man unten anschrauben kann, auch deutlich höher machen, sodass das Ding noch weiter weg ist vom Boden. Ich muss allerdings sagen, das funktioniert auch so schon sehr, sehr gut. Eher seltener mit dabei, dann aber absolut nützlich ist mein Klappspaten für kleine Bushcraft-Projekte. Ja, ihr seht schon, ich hätte den mal wieder ein bisschen reinigen sollen. Den nehme ich natürlich her, wenn ich irgendwas ausgraben möchte. Ja, wenn ich eine kleine Kuhle, um einen Baumstamm drin zu versenken, um also einen Hackklotz sozusagen zu erschaffen oder ähnliche Projekte, was man immer so machen kann. Wie gesagt, ist eher seltener dabei, eher wenn ich ein Bushcraft-Camp baue. Ich bin im Moment hier noch auf der Suche nach einem vernünftigen Platz für ein Bushcraft-Camp, damit ich mal wieder richtig loslegen kann. Und dann seht ihr das Ding auf jeden Fall auch öfter im Einsatz. Das ist ein Standard-Bundeswehr-Nachbau für knapp 20 Euro, hat mich bis jetzt aber noch nicht enttäuscht. Wasserdichte Packsäcke, tatsächlich dann natürlich auch in unterschiedlichen Farben, können sehr gut Ordnung in den Rucksack reinbringen und auch, ich sag mal, empfindliche Sachen voneinander trennen. Zum Beispiel kann man auch so einen kleinen Packsack nehmen, um darin seine Dreckwäsche auf Tour reinzupacken. In dem hier zum Beispiel lagere ich dann gerne mal ein bisschen Elektronik noch mit ein, die ein bisschen wassergeschützt sein sollen, also speziell Akkus und solche Dinger. Sehr praktisch, sehr günstig zu bekommen. Eine Top-Investition, die ich jedem einfach nur ans Herz legen kann. Da kann man nichts mit falsch machen. Wer natürlich des Nähens ein bisschen mächtig ist, ich habe in ein paar Foren und auf Facebook einfach schon tolle Projekte gesehen, wo sich Leute sowas selber gemacht haben, weil das auch sehr einfach, wenn man denn nähen kann, zumindest zu machen ist. Guckt euch da vielleicht einfach mal in entsprechenden Facebook-Gruppen um. Ich verlinke euch unten ein paar, dann könnt ihr ein bisschen nach solchen Projekten suchen. Vielleicht schaffe ich es auch, ein Projekt zu finden und euch direkt zu verlinken. Was das ist, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erklären. Ja? Ein bisschen für die Wärme am Abend, wenn man in den Schlafsack reingeht und natürlich für die gute Laune. Kleine Flaschen zum Aufbewahren von zum Beispiel Spiritus oder Öl zum Kochen und sind immer praktisch. Die habe ich mal im 10er-Pack gekauft mit unterschiedlichen Farben bei den Deckeln für, ich glaube, 11 Euro. Mittlerweile sind sie, glaube ich, für 12 zu haben. Also absolut in Ordnung. Noch geiler ist natürlich, sind so ganz kleine Dinger, wenn es wirklich nur um ein bisschen Salz geht zum Mitnehmen. Da habe ich letztens mal mir Nährsalz, weil ich ja Apfelwein angesetzt habe, geholt. Und die hatten so eine kleine Flasche mit so einem kleinen Druckdeckel sozusagen. Ich muss sagen, die habe ich ausgewaschen und benutze ich jetzt auch für halt Gewürze, wovon ich nicht so viel mitnehmen möchte. Also vielleicht zum Beispiel Chili jetzt gerade. Ja? Man braucht nicht so viel, das ganze Ding voll an Chili. Das wäre ein bisschen übertrieben. Außer natürlich, du bist so ein harter Kerl, dann Attacke. Jute-Schnur. Warum habe ich die mit? Ganz einfach, wenn man bei Bushcraft-Projekten vielleicht mit einer Schnur mal Dinge verbinden möchte, aber dann natürlich das ja etwas ist, was länger im Wald stehen bleibt, dann soll das ja nicht Müll sein. Also es soll jetzt nicht da Plastik im Wald rumstehen. Das heißt, die Schnur verrottet natürlich mit der Zeit und das ist dann schon ein bisschen einfach im Kopf auch angenehmer, als dann Plastik im Wald zurückzulassen.
als Camp Knife habe ich hier mein ganzes Survival-Messer dabei. Das ist so ein Kombi-Ding, so ein bisschen wie ein Beer Grills Ultimate Messer. Ja, hier unten ist ein Feuerstahl mit dran. Es ist hinten noch so ein kleiner Stock, möchte ich sagen. Ein Metallstück auf jeden Fall dran. Hinten ist noch ein kleiner Messerschleifer mit dran. Das ist eine Steckscheide, die relativ weit runter reicht. Einfach ein entspanntes, gutes Messer. Hier oben ist noch eine Anreißfläche für den Feuerstahl. Also für gröbere Arbeiten, um sein Feuer damit anzumachen. Einfach ein kleines Top-Messer. Kostet knapp 20 Euro, je nachdem natürlich im Sale. Wenn man es auf Amazon kauft, kostet 30 Euro. Super toll. Zum Batonen super geeignet. Wie gesagt, man kann gut sein Feuer damit anmachen. Es hat eine ordentliche Gebrauchsschärfe, die auch relativ lange hält. Also ich musste es fast noch nie nachschleifen. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe da keinen hohen Anspruch daran, dass das besonders scharf sein soll. Ja, das ist für Aushebeln, für Batonen, für Hacken und so weiter und so fort gedacht. Aber zum Beispiel im Harz im Winter habe ich mir damit mal mein Feuerholz entrindet und dann batoniert und konnte dann entspannt ein kleines Lagerfeuer machen, obwohl so hoch Schnee war. Also funktioniert, günstig, top Ding. Ja, das war so alles, was so in meinem Rucksack drin ist. Wenn wir natürlich über sowas wie gehobenes Bushcraft reden, also Glamping, ja, mit ein bisschen mehr Ausrüstung, dann kommt da natürlich noch das ein oder andere Tolle mit rein. Ja, ein bisschen mehr feines Essen, ein bisschen mehr geile Geheimzutat und so weiter und so fort. Die zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Da könnt ihr euch selber aussuchen, was ihr da am liebsten haben wollt. Lasst da einfach eurem Geschmack freien Lauf. Natürlich noch das, was ich so am Körper trage. Mittlerweile ist die Weste, über die kommt ein kleines Review-Video, ein häufiger Begleiter von mir geworden, einfach weil es auch so ein bisschen mein EDC ersetzt hat sozusagen. Das hat mich genervt am Gürtel. Ich habe jetzt einfach vieles hier in den Taschen drin. Hier oben habe ich zum Beispiel eine kleine Taschenlampe mit drin für eine Doppel-A-Batterie. Hier oben habe ich noch ein kleines Victorinox und ein Feuerzeug, falls mal irgendwas nicht so einfach gehen sollte mit dem Funkenstahl dabei, einfach für die Not. Das ist einfach so mein im Tag immer da haben, immer benutzen für alles Mögliche. Ich habe hier unten noch Hundeleckerlis mit drin für Sam. Eine kleine Sache habe ich noch vergessen. Ich nehme auch gerne mal, wenn ich auf Bushcraft-Tour oder Glamping-Tour unterwegs bin, ein bisschen was, um mich sportlich zu betätigen, im Sinne von Schießen mit. Ja. Ihr habt ja letztens ein Video gesehen auf meinem Kanal, ein kleines Experiment mit der Pistolenarmbrust. Die ist zusammenklappbar und deshalb sehr gut im Rucksack verstaubar. Heute habe ich einen kleinen Takedown-Bogen mit dabei. Das heißt, einer zum Auseinanderschrauben und dann geht der einfach oben in den Rucksack rein. Die Pfeile sind ein bisschen lang, gucken dann oben raus, aber es macht dann einfach super Spaß, noch ein bisschen Bogen schießen zu können. Und es passt halt so alles in den Rucksack rein. Das Ding hier hätte ich übrigens fast vergessen. Das ist so ein kleines Zusatzaccessoire, Tasche von Taschef. Die benutze ich zum Beispiel für Kamera. Manchmal tue ich aber auch noch den Poncho zum Beispiel mit rein. Da seht ihr schon, hier hinten sind Haken dran. Das Ding hat relativ viel Platz, einen eigenen Regencape sozusagen zum Drummachen nochmal. Also super praktisch, hat glaube ich 23 Euro gekostet und kann man extra sogar noch als Umhängetasche auch noch verwenden. Jetzt würde ich mich noch darüber freuen, wenn du unten in die Kommentare schreibst, was denn so dein kleiner Luxus-Ausrüstungsgegenstand ist oder mehrere, die du mal gerne so auf Tour mit hast, um deinen Komfort noch ein bisschen anzuheben, weil wir haben es doch alle gern mal ein bisschen gemütlich oder zum Beispiel einfach mal einen geilen Whisky mit oder etwas ähnliches. Ich hoffe, das Video über meinen Glamping-Bushcraft-Rucksack hat dir gefallen und du konntest aus dem Ausrüstungs-Loadout ein bisschen was mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos zu Touren und Ausrüstung. Einfach mal draufklicken, wenn du noch Lust hast, weiter euch am Abend unterhalten zu lassen. Ansonsten gibt es hier wie immer den kleinen Button unten, falls du mich noch nicht abonniert hast, denn dann verpasst du die nächsten Videos nicht. Und wir sehen uns dann bei diesen. Bis dahin. Tschüss, tschüss.